Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich euch gerne ein paar Inspirationen aus meinem Kleiderschrank zeigen, was Frühjahrsoutfits angeht. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Viele dieser Teile gibt es so nicht mehr. Die sind teilweise Asbach, aber ich habe mir gedacht, so vom Style her kann ich euch vielleicht ein paar Inspos geben. Was ich halt so dieses Frühjahr tragen werde und was gegebenenfalls auch gerade so ein bisschen angesagt sein könnte. Und ich starte auch schon mit dem ersten, was ich anhabe. Achso, das heißt, Produkte, Kleidung zu verlinken, ist ein bisschen schwierig. Ich kann ja mal gucken, aber ich glaube zum Beispiel, dieses Oberteil zu finden, wird ein bisschen schwierig. Das habe ich, glaube ich, schon seit 10, 15 Jahren, habe ich mal bei H&M gekauft. Das ist einfach so ein Wasserfall-Oberteil. Die gibt es aber wie Sand am Meer überall im Prinzip, ne? Und das kann man in die Hose reinstecken oder eben nicht. Darunter trage ich einfach so ein dunkelblaues Top, weil wenn ich mich nach vorne lehne, ne, da kannst du auch gerne mal bis zum Bauchnabel gucken. Dazu habe ich kombiniert einfach so eine ganz entspannte Hose. Ich habe noch meine Puschen an. Ich glaube, ihr seht meine Schuhe eh nicht in diesem Video, ne? Dann ist es irrelevant. Die ist von Vero Moda. Das ist diese XL-Hose, die ich euch auch hier im Vlog mal gezeigt habe. Nun, also ich finde sie tatsächlich sehr bequem und jetzt auch zu diesem Outfit sehr passend. Und das ist eher so ein Outfit für die kühleren Frühjahrstage. Ich habe was für alle möglichen Wärme gerade, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn es dann noch ein bisschen kühler wird, so wie heute zum Beispiel, da haben wir es, ich glaube, 7 Grad oder so, ne? Dann ziehe ich mir so eine lässige Holzfäller-Fleecejacke dazu an. Also das ist jetzt hier kein Mega-Fashion-Video, weil ich ja auch nicht so die Ultra-Fashionista bin. Ich persönlich mag es halt schon manchmal ganz gerne bunt. Ich mag es auch ganz gerne auch mal ein bisschen ausgefallener. Aber auch ab und an mal diese Basic-Geschichten, das bin halt voll ich. Und sollten sich die Temperaturen dann doch mal ein bisschen mehr Richtung 20 Grad entwickeln, was wir ja durchaus auch schon hatten, bin ich voll Fan von solchen Kleidern. Ich mag das ganz gerne, wenn ich hier auch noch so ein bisschen Wärme habe. Theoretisch kann man hier drunter auch noch ein weißes T-Shirt zum Beispiel anziehen, um halt hier noch so ein bisschen Wärme mit reinzubringen und auch unten drunter. Wobei dieses Kleid hier von Orsay ist eigentlich ein Traum, muss ich wirklich sagen. Ich habe das auch noch in einer anderen Farbvariante. Und hier finde ich halt auch sehr praktisch, dass ich Taschen mit drin habe. Und es ist einfach bequem. Es ist nicht zu kurz, nicht zu lang. Ich kann Bein zeigen in meinen wunderschönen Birkenstockschuhen und fühle mich damit halt auch wirklich pudelwohl. Ich finde, dass es auch schön sitzt, einfach durch diese taillierte Geschichte, und ich finde auch einfach Blumenprint im Frühjahr einfach volle Elle, mein Ding. Also das finde ich großartig, auch im Sommer eigentlich ganzjährig. Theoretisch könnte ich dieses Kleid sogar auch im Winter tragen. Einfach einen langärmeligen Pulli darunter ziehen, dann irgendwie eine Leggings oder so habe ich auch schon getragen. Einfach, wenn ich Bock habe, dieses Kleid zu tragen. Genau, das ist halt auch schon ein paar Jährchen älter, aber ich mag es sehr gerne. Ich mag dieses, dass es hier auch so ein bisschen zusammengenäht ist, ne? Ein bisschen abgesetzt ist und tailliert ist. Ich finde, dass es halt auch zu vielen geht, ne? Es ist sowohl schick als auch casual, einfach vom Schnitt her auch total passend, und ich denke, dass es sowas auch immer wieder bei Orsay oder so geben wird, ne? Aber das nur als kleine Inspiration, und damit ich tatsächlich auch im Frühjahr dieses Kleid ohne irgendwie Probleme haben zu müssen tragen kann oder generell die Klamotten, die ich euch gleich zeige, habe ich einen wundervollen Kooperationspartner, den ich euch gerne vorstellen möchte. Und zwar ist es die Firma YouLike. Die haben heute ein ganz, ganz neues Produkt gelauncht. Sapphire Air 10. Und das ist nämlich perfekt auch für mich geeignet, weil ich bin blond. Und das ist halt auch mit diesem SHR-Mode perfekt geeignet für mich, für helle Blondinen. Läuft! Ich habe das Gerät sowohl an meinen Beinen ausprobiert als auch an meinen Achseln, und jetzt nach 3 Wochen kann ich sagen, ich bin bereit. Ich werde das jetzt auch an weiteren Regionen testen, um das mal so zu sagen. Ich habe gemerkt, dass meine Haut dadurch keine Reizung hat, dass ich das auch gut vertrage und dass es vor allem auch was bringt, ne? Und ich brauche da nicht lange für, also für meine Beine komplett und auch für meine Achseln zusammen ist es so, dass ich ungefähr eine Viertelstunde brauche. IPL-Haarentfernung ist übrigens intensiv pulsierendes Licht, und das wirkt quasi an den Wurzeln, um dort halt die Haare zu behandeln, sodass sie dann mit der Zeit ausfallen. YouLike hat so eine ganz krasse Technologie, die nennt sich Sapphire Ice Cooling Technology. Das heißt, du hast vorne die Möglichkeit, dass das Gerät deine Haut kühlt. Das heißt, es tut nicht weh, es ist nicht heiß, es ist super angenehm. Dadurch, dass wir in dem Gerät einen Hautsensor direkt mit eingebaut haben, wird der Hautton direkt erkannt, sodass man auch die Stärke automatisch angepasst bekommt. Wir haben verschiedene Stufen, die sowohl auf Knopfdruck als auch automatisch laufen. Was für mich persönlich aber richtig gut geeignet ist,
ist die SHR-Methode. Die ist nämlich perfekt für sensiblere Bereiche. Ich habe eine sensible Haut, ich habe eine helle Haut und dafür ist die perfekt. Das ist nämlich Super Hair Removal und die wirkt halt wirklich auch super auf meiner sehr hellen Haut. Und sie wirkt auch dort, wenn man halt vielleicht mal etwas mehr gebräuntere Haut hat oder generell dunklere Hautstellen. Was ich persönlich auch super, super nice finde, ist, dass wir ein 90-tagiges risikofreies Rückgaberecht haben, was genial ist, ne? Weil da kannst du halt dann in der Zeit auch das Gerät intensiv testen und schauen, ob das bei dir funktioniert. Ihr bekommt das YouLike Sapphire R10 übrigens sowohl auf der Homepage von denen als auch bei Amazon. Ich setze euch beide Links dazu mal in die Infobox. Bei der eigenen Homepage habe ich den Code FIT101 und bei Amazon habe ich den Code FIT10111 und damit könnt ihr 130 Euro auf das Gerät sparen und das finde ich sehr, sehr geil. Wie gesagt, zusätzlich dann auch noch das 90-tägige Rückgaberecht. Probiert es gerne mal aus, gönnt euch super gerne einen haarfreien Sommer mit YouLike. Das nächste Outfit, welches ich euch präsentiere, hat auch manchmal die Bezeichnung Bonbon-Look bekommen. Es ist schon intensiv, ja. Also teilweise kombiniere ich darüber auch den grünen Blazer, den ihr gleich noch sehen werdet. Das ist schon intensiv, kann man nicht anders sagen, aber das schreit für mich nach Frühling. Es ist halt irgendwie so ein bisschen, es ist frisch, es ist fröhlich, es ist knallig, es ist bunt. Ich mag es einfach gerne, ne? Und genau, also einfach, ja, ich weiß, Natasha Gibson wird jetzt wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, es ist eine schweinchenrosafarbene Capri-Hose. Und dazu habe ich einfach so eine gelbe Tunika kombiniert. Ich finde es einfach super bequem. Und ich weiß auch nicht, manchmal gehe ich auch hier unter die Tunika und kraue mir am Bauch. Keine Ahnung warum, es ist einfach so. Und ja, genau, ich mag diese Tuniken. Ich mag einfach, wie sie sitzen, wie sie fallen. Dass es auch so luftig aussieht, ne? Ich fühle mich da einfach wohl drin. Und genau, ja, mag auch die Hose ganz gerne. Die Tunika habe ich mir gekauft, glaube ich, bei Amazon. Und die Hose, muss ich gleich mal nachgucken, wo die herkommt. Das weiß ich gerade ad hoc nicht. Oder ist es auch Orsay? Nee, die kommt von Orsay auch. Da kaufe ich viel ein, wenn ich mit meiner Mama shoppen gehe. Das ist halt so, ne? Und ja, ich mag sie sehr, sehr gerne. Dazu vielleicht auch sonst einfach eine Jeansjacke kombinieren und dann ist man auf jeden Fall ready to go. Ich mag es ganz gerne und fühle mich einfach in solchen Outfits richtig wohl. Und sowas seht ihr auch relativ häufig, wenn ihr so Videos von mir schaut. Also ihr seht das ja nur hier oben, ne? Trage ich halt viel, weil ich es auch einfach bequem finde. Ist auch schön lang, muss ich sagen. Ich habe mir da auch extra eine etwas größere Größe bei der Tunika bestellt, weil die muss jetzt ja auch nicht eng sitzen. Das steht ja hier eh ab. Und ich finde es einfach bequem und fühle mich damit wohl. Und das schreit für mich definitiv nach Frühling, wenn dann so der Frühlingswind kommt und so durchfegt. Mag ich. Die Hose kommt übrigens von C&A. Dieses Outfit habt ihr, glaube ich, schon die letzten Jahre immer mal wieder gesehen, weil ich das auch wirklich schon seit Jahren habe. Den Rock habe ich von Orsay, das Top habe ich von H&M. Das Top habe ich mir damals gekauft, als ich meine Ausbildung beendet habe. Das war 2012. Wahnsinn! Und ja, der Rock ist einfach ein Blümchenrock und ich finde, dass der einfach auch immer geht. Der war, glaube ich, mal ein bisschen definierter, was die Blumen angeht. Mittlerweile ist es dann natürlich etwas verwaschener, weil ich den jetzt auch echt viel trage. Aber darin fühle ich mich wohl. Ich mag es, wenn das so fliegt. Das so, diese fließenden Geschichten, das ist halt wirklich vollkommen meins, ne? Und dazu halt auch eine Jeansjacke, eine ganz entspannte Kiste, dann habe ich da auf jeden Fall meinen Look komplett. Und wenn es dann wie heute halt auch ein bisschen kälter ist, dann ziehe ich mir auch irgendwie eine Strumpfhose drunter oder so, aber auch da eher entspanntere Sachen. Ja, ne? Das ist so ein richtiges, richtiges Claudi-Outfit, wo auch wirklich alle in meiner Umgebung das sicherlich schon mindestens einmal an mir gesehen haben. Aber auch das ist tatsächlich ein absoluter Claudi-Look, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen sehr wenig figurbetont oder so aussieht. Ich habe hier einfach einen halblangen Rock und der hat aber auch noch so einen Unterrock mit dabei, sodass man sich da halt auch relativ angezogen fühlt, um das mal so zu sagen. Und wenn es dann halt kälter wird, wie gesagt, ein Jäckchen drüber. Ansonsten mache ich das hier auf. Ich hatte jetzt einfach die Jacke zusammengeknotet mit dem Rock. Das ist immer eine ganz schlaue Kiste, sage ich immer, ne? Wenn man da halt die Möglichkeit hat, dass hier ja auch schon so ein Gebämsel dran ist. Einfach damit man nicht jetzt irgendwie zwei Knoten hat oder so. Ja, das stört jetzt natürlich hier mit dem Mikro, aber es muss ja sein, sonst hört ihr mich jetzt leider nicht. Das ist ein Top von H&M. Das ist jetzt aber auch relativ neu tatsächlich. Also weiße Tops, das ist auch so eine Sache, die kaufe ich mir auch öfters mal neu, einfach weil die schnell halt ranzig werden, also nein, die werden halt schön, nicht mehr so schön und dann, also schnell und dann, ne, tauscht man die halt eher aus. Genau, ansonsten ist es ein Rock, der auch ganz gut sitzt, der betont ein bisschen die Hüfte, was ich jetzt aber nicht schlimm finde und das ist halt auch für mich so ein luftig, locker, leichter Look und dieses Oberteil habe ich mal irgendwann von Chiquelle bekommen, das ist wieder so eine typische Claudi-Farbe, ne, so ein schönes Schweinchenrosa, weil wenn ich das jetzt so einfach nur drüber mache,
also so vom persönlichen Empfinden her, ne, finde ich, sieht das irgendwie zu kastig halt gerne mal aus. Ne? Klar, wenn das jetzt nicht irgendwie stylisch sein muss, sondern ich einfach nur irgendwo rumsitze und mir was überwerfe, mache ich hier nicht die Knotenparty. Aber ja, also so finde ich es eigentlich auch okay. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen trage ich das im Frühling dann eher so. Und auch hier wieder, na, da würde ich aber, also zu so einem Rock würde ich tatsächlich jetzt eher weniger eine Strumpfhose tragen, sondern wirklich generell dann auch Flipflops dazu oder Sneaker oder so. Genau. Und ja, auch das. Absoluter Claudi-Look. Okay, das passt jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig zusammen, aber trotzdem trage ich es. Das ist einfach ein T-Shirt von Fellherz. Das habe ich mir mal bei Amazon bestellt, glaube ich, oder bei Fellherz selber, das weiß ich gerade gar nicht. Und dazu einer meiner absoluten Lieblingsröcke, den ich aber leider schon ziemlich ausgeleiert habe. Das ist so ein Hippie-Rock. Und dazu kombiniere ich meistens dann auch wirklich sehr, sehr großen Schmuck zum Beispiel. Es ist auch oft so, dass ich hierzu einfach ein weißes Top oder so anziehe, ne? Und das Ganze dann halt sehr offene Haare, ganz entspanntes Make-up, so trage. Und diesen Rock habe ich von H&M mir auch vor Jahren mal gekauft und ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich habe ihn leider in meiner Schwangerschaft hier oben etwas, aber auch nur ein ganz kleines bisschen, ne, ausgeleiert. Nun, das heißt, normalerweise, ja, versuche ich dann da auch irgendwie was eher reinzustecken, was eher drüber zu machen oder halt irgendwelche Cropped-Sachen auch dazu zu tragen, aber hätte ich jetzt auch mal machen können, ne? Das hätte nämlich auch richtig gut ausgesehen. Guck, das meinte ich nämlich. Also, dass man das so trägt, Bauch entziehen, Bauchmuskeln anspannen. Naja, auf jeden Fall, ja, mag ich diesen Style halt auch super, super gerne. Einfach, weil ich habe so ein bisschen, die nennen sich ja Dip-Hips, ne? Also, dass man hier auch so ein bisschen diese Kante so mit drin hat. Und ich finde, dass dieser Rock das auch schon ein Stück weit kaschiert. Man kann ihn auch ein bisschen höher noch ziehen. Aber wie gesagt, ich habe ihn ausgeleiert. Habt ihr Ideen, wie man das wieder normal kriegt? Außer, dass ich das jetzt irgendwie zu einer Schneiderin gebe oder so. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, ne? Naja, aber auch dieses Top hier von Halara ist eine ganz, ganz schöne Geschichte. Das mag ich sehr gerne, trage ich auch gerne im Winter einfach unten drunter, unter irgendwelchen Chill-Pullis oder so. Genau, ja, das ist mein Boho-Style-Chili-Milli-Look. Und um vollkommen bei der Realität zu bleiben, ist das hier natürlich auch mein Mega-Look, ne? Also den ich halt auch ständig trage, gerade so, wenn ich einfach nichts vorhabe oder auch wenn ich was vorhabe und halt irgendwie nur einkaufen fahren muss oder so. Ein chilliger Pulli, den hatte ich jetzt letztens in der Lokiero-Box mit drin gehabt, ne? Das ist etwas, was ich auch immer wieder alle 3 Monate, glaube ich, kommt die zu mir. Da kann man halt vorher so ein bisschen Klamotten-Tinder spielen und dann mit einem die Box zusammengestellt mit Produkten, die man dann auswählt, ne? Und das halt einfach kombiniert mit einer Halara-Leggings, finde ich super praktisch, dass man hier halt diese Taschen hat. Brauche ich halt, ne, wenn ich hier zu Hause ganz normal unterwegs bin. Undone-Look nennt sich das Ganze dann ja quasi, ne? Und ja, hier die Kapuze, da der Pop ist. Und ja, genau, das ist halt auch so ein ganz, ganz klassischer Look, der natürlich auch in den Frühling reingehört, wobei das eher so ein Ganzjahreslook ist. Da werden halt eigentlich nur die Schuhe angepasst. Auch hier wieder ein Klassiker, das hatte ich auch letztes Jahr in der Kooperation mal von Armed Angels bekommen. Das ist so ein, ja, ich habe jetzt einfach mal der Bequemlichkeit halber meine Leggings drunter gelassen, okay? Genau, so ein etwas länger als knielanges Sommerkleid und das hat einen tollen Stoff, es fällt gut. Ich bügel ja nie, ne? Das ist halt auch noch so eine Sache. Das heißt, das Ding sollte dann auch relativ faltenfrei von sich aus trocknen, tut es. Hey, ganz ehrlich, wenn man Sachen anzieht, sobald man sich bewegt, hat man ja eh schon wieder Falten drin, deswegen sehe ich das meistens einfach nicht ein. Genau, das hat einen schönen Ausschnitt hinten und vorne einen etwas zurückhaltenderen Ausschnitt. Ich finde, das ist auch einfach ein schönes Kleid, was auch nach ein bisschen mehr aussieht. Ich habe hier leider keine Taschen dran. Das hätte das Kleid nämlich auch noch perfekt gemacht in meinen Augen. Aber nun, ich mag es halt sehr gerne. Ich fühle mich darin wohl. Es ist eine schöne, schöne Sache. Und ja, halt auch so ganz klassische Frühlingskleider sind jetzt einfach für mich vollkommen da. Ich lebe gerne in Kleidern, um das mal so zu sagen, weil ich es einfach bequem finde. Es ist einfach ein Teil, was man sich dann anzieht. Und darin fühle ich mich eigentlich mit am wohlsten. Genau, ne? Pragmatisch, aber trotzdem schick. Auch das, absoluter Klassiker, hat schon fast was vom Clean Girl Look. Naja, aber hier habe ich halt so eine Tunika wieder. Ich liebe solche Teile. Ich habe die in vielen verschiedenen Formen und Farben, vor allem Farben. Und ja, das ist einfach ein ganz klassisches Weiß. Was ich einfach praktisch hierbei finde, ist, dass die nicht durchsichtig ist. Einfach dadurch, dass die hier ja nochmal diesen, ne, Stoff und so, ist bei den anderen ja genauso. Und dazu halt eine ganz entspannte Dragons angezogen. Und ja, ne, die Dragons ist von
Halara und das Oberteil von Style Boom. Also ich weiß nicht, ob ich das damals mal im 77 Online-Shop gekauft habe, den es glaube ich gar nicht mehr gibt, oder ob ich mir das auch mal bei Amazon bestellt habe, oder ob ich das irgendwie mal, als ich in Holland in so einem Shopping-Trip gedönsen war, mir gekauft hatte. Aber ne, das ist halt auch ein ganz klassischer Look, nichts Spezielles, nichts super Außergewöhnliches, aber ich fühle mich in sowas halt auch super wohl und trage sowas auch sehr viel, deswegen gehörte das natürlich auch mit ins Video. Genau, und ja, wie gesagt, ich mag auch gerne solche Rundhalsausschnitte. Ich mag es nicht, wenn das zu eng oben ist. Das ist überhaupt nicht mein Style, mein Vibe. Ich mag nichts irgendwie groß an meinem Hals haben. Ab und an mal so ein Halstuch würde ich auch vielleicht dazu kombinieren. Das würde auch ganz gut funktionieren. Aber so, ne, fühle ich mich auf jeden Fall sehr, sehr wohl. Wenn hier diese Taschen noch real wären, wäre die Hose noch perfekter. Aber ich habe halt Popotaschen, das ist auch ganz angenehm. Ich brauche halt immer irgendwas, wo ich mein Handy auch reinstecken kann. Das ist jetzt so ein bisschen, das hat was von Joker, finde ich gerade. Muss ein bisschen schmunzeln. Okay, die Hose ist von Shein, aber ich glaube, die ist ein bisschen zu eng. Also hier gerade den Reißverschluss zuzukriegen, war ein kleiner Kampf. Ich finde es aber, oh, das ist Camel Toe, ein bisschen abgefahren, dass die so krass auch an der Taille sitzt und das Ganze halt auch wirklich sehr nice betont. Also Hallöchen Popöchen im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Die habe ich, ich glaube, kurz vor meiner Schwangerschaft mir gekauft und dann war sie im Schrank. Ich möchte sie aber dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr tragen. So der Plan. Mal gucken, wie er umgesetzt wird. Hier fehlen mir definitiv die Taschen. Dafür habe ich hier an dem Blazer, den ich letztens bei einer Lokero-Bestellung mit dabei hatte, Taschen drin, was ich gut finde. Ich habe jetzt hier einfach mal so ein weißes Crop-Top dazu kombiniert. Das hatte ich ja eben auch schon an, ne? Und ja, ich weiß gar nicht, wo der Blazer herkam. Muss ich gleich auch nochmal gucken. Aber das, finde ich, passt ganz gut zusammen. Jetzt gerade, wenn ich so im Display sehe, denke ich mir, huch, Joker lässt grüßen. Ne? Ich ziehe das jetzt aber nochmal mit dem schwarzen Top an, um zu gucken, wie das aussieht. Mit schwarzem Top und über der Hose, würde ich sagen, sieht das auch richtig gut aus. Muss ich sagen. Ne? Das habe ich von... Ja, Morgan, das war auch in dieser Lokiro-Geschichte drin. Und von Soaked ist der Blazer übrigens. Und das ist auch ein schöner Look, finde ich persönlich, wie er dann halt vielleicht nicht ganz so elegant aussieht, aber halt auch vielleicht ein Stück weit bürotauglicher, ein bisschen chilliger, vielleicht ein bisschen, weiß nicht. Aber auch so sieht das sehr elegant aus. Und das ist jetzt etwas weniger der Joker-Style, den ich eben hatte. Ne? Also ich fühle mich definitiv wohl. Und diese Hose muss ich auf jeden Fall im Frühling jetzt auch ein bisschen intensiver tragen. Wo wir farblich gesehen natürlich auch wieder zum Sponsor des Videos kommen, Leute. Und zwar passt es natürlich. Ne? Das war jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht geplant. Finde ich aufregend. Auf jeden Fall. Ja, hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Dass ich euch vielleicht ein paar Tipps, Tricks, Inspirationen mitgeben konnte. Und ihr jetzt einfach mal frohen Mutes für den Frühling durch euren Kleiderschrank stöbern könnt, um euch da das ein oder andere Outfit zusammenzulegen. Schaut, wenn ihr möchtet, sehr, sehr gerne bei YouLike vorbei. Da könnt ihr euch gerne, genauso wie ich, einen haarfreien Sommer gönnen. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!